Heute ist der erste Regentag meiner Reise. Das gibt mir Zeit und Gelegenheit, meinen neuen Film zu schneiden. Den der vierten Etappe. Es zieht mich weiter. Nach Osten führt die Reise. Manchmal auf gut ausgebauten Straßen. Und manchmal wird mein Nervenkostüm aber doch sehr strapaziert. Ich finde einen schönen Campingplatz in Mykolaiki. Vagabunda ist sein Name. Und das passt doch, oder? Und da sind auch die Schweizer Wohnmobilfahrer, hinter denen ich eben ewig hergefahren bin. In die Mongolei wollen die. 5 Monate sind eingeplant. Mopedfahren ist heute mal wieder angesagt. Die Johannisburger Heide ist heute das Ziel. Der Süden Masurens ist flach. Aber einige Kurven gibt es hier doch. Und wunderschöne Alleen. Und schöne Seen. Masuren ist voll davon. Mykolaiki ist eine Hafenstadt. Nicht nur für Freizeitskipper. Auch Berufsfischer gibt es hier. Vor langer Zeit soll ein riesiger Fisch die Netze der Fischer zerstört haben, so dass deren Beute entkommen konnte. Mit eisenverstärkten Netzen konnten sie ihn fangen. Jener Stint mit Krone auf dem Haupt verhandelte mit den Fischern und versprach ihnen reichlich Beute, wenn sie ihn wieder ins Wasser ließen. Das taten die Fischer, gaben ihm aber die Freiheit nicht zurück, sondern ketteten ihn an, damit er keinen weiteren Schaden mehr anrichten kann. Ob er heute noch da ist, konnte ich nicht erfahren. Ich spaziere noch ein bisschen am Hafen vorbei. Und da kommt mir die Idee, dass ich auch mal wieder aufs Wasser könnte. Mir fällt eine Kirche auf. Davor steht eine Statue von Papst Johannes Paul II. Der hat diese Kirche 2006 besucht. Ich gehe da auch mal rein. Und wenn dir dieser Film jetzt gefallen hat, dann mach es wie immer. Lass einen Daumen nach oben, den kannst du da klicken. Und da drüben abonnierst du meinen Kanal und du bist ständig auf dem neuesten Stand.